Willkommen zurück zu einer neuen Folge von FIFA 15. Wir sind reingestartet in die Rückrunde. Ja, eigentlich ziemlich schlecht. Unentschieden gegen Chievo Verona. Niederlage gegen Udine im letzten Part. Und jetzt ausgerechnet gegen den Tabellenführer, ja, gegen AC Mailand. Die scheinen ja uneinholbar. Also, wer hätte das gedacht nach dem dritten Spieltag? Ich persönlich nicht. Ich hätte es nicht gedacht, dass sie da stehen. Aber es ist halt nun mal so. Müssen wir so akzeptieren. Und wir gehen auch nicht als Favorit rein, weil dafür ist AC Mailand einfach zu stark. Ja, wir müssen irgendwie 12 Punkte in den letzten 17 Spielen jetzt aufholen. Egal wie. Und wir müssen irgendwie hoffen, dass AC Mailand oft patzt. Dann haben wir noch eine realistische Chance auf die Meisterschaft. Ansonsten ist, wie gesagt, die Meisterschaft für uns gegessen. Aus meiner Sicht. Wir kämpfen jetzt nur noch um Platz in Europa. Also sprich unter den ersten 5. Jetzt wollen wir mal gucken, ob AC Mailand wirklich so stark ist. Ob das wirklich nur so scheint. Also Montolivo, klar. Fernando Torres nicht schlecht. Wen haben sie da noch drin? Rubinho spielt ja immer noch hier. Die ist Sigilio von uns, Junge. Das ist ein Spieler von uns, ausgeliehen. De Jong. Und der erste Konter. Über Morata. Carlos Tevez ist sich auch zu schade, da unten mal mitzulaufen. Alaba, Tevez. Fado Asamoah. Ah. Da kann Amero den Ball abfangen. Montolivo, De Jong. Ja, Van Ginkel, der hat ja gegen uns das 1-0 gemacht im Hinspiel. Das entscheidende 1-0 leider. Van Ginkel. De Sigilio, Fernando Torres, Menez. Der ist natürlich auch nicht schlecht. Den haben sie von Paris geholt. Oh, Buffon verpasst. Von verpasst. Aber es passiert auch dem Besten. So, Montolivo. Torres, ach, das ist doch kein Foul, ey, der pfeift wieder für jeden Scheiß, pfeift er wieder einen Freischuss. So, Fernando Torres, der würde doch jetzt nicht wohl schießen, oder? Doch. Torres, drüber. Aber ehrlich, das kotzt mich schon wieder an, jeder Zweikampf wird abgepfiffen. Was ist denn los, Alter, darf man in Italien keine Zweikämpfe mehr führen, ist das heutzutage auch schon verboten? Ach, defensiv, ey, wir spielen nicht defensiv, wir müssen ja offensiv spielen, wir müssen da hier irgendwas reißen. So, Morata, Cuadro Asamoah gegen Amero. Amero ist leider auch schnell. Leider. So, Cuadro Asamoah. Pogba verpasst, das Vidal. Und Romelu. Naja. Hat gegen Udine ja leider gegen die Latte geschossen. Ja, es läuft, wie gesagt, die Saison ist verpatzt, muss man sagen. Da haben wir am Anfang zu viele Punkte liegen lassen. Gegen Verona. Gegen Chievo Verona, wie gesagt. Das sind die Spiele, die du gewinnen musst eigentlich. Gewinnen, wir gewinnen zwar immer gegen die Stärkeren, gegen Neapel zum Beispiel, gegen Lazio, gegen Inter, gegen AS Rom haben wir gewonnen. Aber gegen die Kleinen, gegen die du die Punkte holen musst, um Meister zu werden, die haben wir leider nicht geholt. Und Fernando Torres, glaube ich, war es. Oder Van Ginkel? Ne, Fernando Torres war es. Mit der nächsten Chance. Also man merkt schon, Mailand ist nicht umsonst auf Platz 1. Also sie spielen wirklich einen richtig guten Fußball auch. So, was kommt jetzt mal von uns hier? Morata. Oh, Freunde, der liegt am Boden und kriegt den Ball wieder eher zurück. Das kann doch nicht sein. Aufgepasst. Basali, Romelu und Vidal und Morata. Pogba. So, jetzt mal ein schneller Angriff vielleicht. Wie viele kommen denn noch mit nach vorne hier? Vidal, Alaba. Alaba. Ey, das ist auch so eine Tröte, ne, Alaba. Alaba ist so eine Tröte, aber es gibt nicht mal Eckball. Und Diego Lopez ist da übrigens im Tor. Der von Real Madrid. Die haben ja jetzt den neuen von Costa Rica, diesen Keylor Navas. Den haben die sich ja geholt. Und Iker Casillas. Tja, und dann wird er einfach mal abgegeben. Pogba, Romelu, außen David Alaba. Der ist auch viel schneller normalerweise. Alaba, Morata. Nochmal Romelu aus dem Sinster. Ich kann nicht richtig reden, Alter. Aus der Distanz. Ja, ich kann nicht richtig reden. Oh Mensch. So, Vidal. Bringt den Ball rein. Da ist Morata. Kommt leider nicht ran. Aber Carlos Tevez noch. Rodriguez. Pogba. Romelu. Nochmal ganz nach draußen. Auf Alaba. Gegen Menez. Schön gemacht. Flanke kommt. Da hinten ist Pogba. Kommt leider nicht ran. Na, hinten stehen die aber auch nicht immer sicher. Mailand. Also, da haben wir vielleicht eine Chance. Alaba, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Der kann zwar schießen, aber nicht so. Er kann besser schießen, das wissen wir alle.
Aber wie gesagt, wenn AC Mailand, wenn die heute verlieren sollen, das ist ja kein Beinbruch. Die haben ja dann immer noch 9 Punkte auf uns Vorsprung. Und Inter Mailand ist der Zweiter und die haben auch noch ein Spiel weniger. Also wir sind, wie gesagt, wir sind heute gezwungen, hier irgendwas zu reißen. Irgendwas. Selbst wenn es nur ein Blatt Papier ist, müssen wir heute reißen, ey. So, Torres, De Jong, Van Ginkel, ganz einfache Pässe nach vorne. Oh, schön gemacht von Van Ginkel. Da hat er unsere Abwehr ganz alt aussehen lassen. Montolivo, Di Sigilio. Der gehört uns eigentlich. Den haben wir verliehen. Warum haben die den verliehen, ey? Sind die blöd? Da hätten wir mal ein paar ein paar Alternativen gehabt auf Verteidigerposition. Vielleicht muss ich auch das System wieder ändern. Ich weiß nicht, ob mit drei Verteidigern, ob das so das Wahre ist. So. Pogba, Morata und da außen David Alaba. Da kommt Menez hinterher, ey. Der war 10 Meter hinter ihm und jetzt hat er den. So, Morata. Romelu wieder, der macht ein super Spiel, finde ich. Und Kwadwo Asamoah. Ja, schade. Der hat ja letzten Part getroffen, ne? Aber abseits leider gegen Udine, ne? Zum Schluss da. Und Bonaventura, das darf natürlich nicht sein. Wenn wir da zu zweit oder zu dritt sind gegen einen Spieler, den müssen wir da irgendwie kriegen. So. Umgeruppt, kein Foul, Junge. Steh auf da. Morata. Morata, Alaba. Alaba, Pogba. Tevez und außen ist wieder Kwadwo Asamoah gegen Bonaventura. Den kenne ich gar nicht. Wo haben die den eigentlich her, ey? Es gibt wirklich Spieler. Ist ein Zufall. Es gibt Spieler, die ich noch nicht kenne. So. Tevez. Flanke. Alaba kommt nicht ran, aber hinten ist Arturo Vidal. Der liegt lieber zurück, weil der kann ihn nicht schießen. Aber Romelu, der kann schießen. Und hat dann auch noch Pech wieder am Abschluss. Schon wieder Aluminium von Romelu. Letztes Spiel an die Latte. Jetzt an Pfosten. Das kann doch nicht sein. Der kann gut schießen, ey. Also bislang würde ich sagen, sind wir besser als Mailand. Wirklich, also muss ich jetzt ganz ehrlich sagen. Inter, gut, führt gegen Palermo. Aber wir sind momentan die bessere Mannschaft. Wir haben halt leider nur kein Tor geschossen. Und das zählt halt. Nur das zählt. So, Freunde, aber das ist hier noch nicht gelaufen. Wir haben natürlich noch eine Halbzeit Zeit, aber wir müssen auch aufpassen, dass sie nicht in Führung gehen, weil ansonsten ist das ganz schwer wieder aufzuholen. Alaba gegen Bonaventura. Alaba, ja, bietet sich halt niemand mit an. Es ist schwierig, da durchzukommen. So, Romelu. Tevez täuscht einmal an. Und Vidal. Oh, nein. Der hat doch schon gegrätscht. Hätte er mich nicht einfach umhauen können. So, Armero. Armero, da ist Menez, Montolivo. Montolivo hat auch vorher ganz woanders gespielt, oder nicht? Egal. Menez. Fernando Torres. Oh, locker leicht kommt er da vorbei. Achtung, Fernando Torres. Ja, gute Chance. Den müssen wir klären. So, haben wir. Nicht anschießen. Morata. Oh. Tevez, komm, den hat er. Asamoah und wieder Tevez. Mann, setz dich da durch, du. Laufender Meter, ey. Ehrlich. Armero. Armero auf Bonaventura. Kein Abseits. In der Mitte ist Torres. Oh, was wollte der denn machen? Tor des Monats. So, Ballverlust. Und Morata ist da. Gegen Zapata. Nee. Natürlich. Ey, wir gehen beide hin und er kriegt wieder den Freistoß. El Shaarawy kommt für Menez. Warum denn auf Defensive? Bist du behindert? Wer stellt denn immer auf Defensive? Stehen jetzt auf sehr offensiv. So. Jetzt geht's mal andersrum hier. Van Ginkel. Und geklärt von Vidal. Kommt ein bisschen besser in die Zweikämpfe. So. Morata. Da ist halt keiner mit vorne. Carlos. Tevez. Und Morata mit dem Kopf. Und Lopez. Ja, kein Problem. Keine größeren Schwierigkeiten, sag ich mal. So. Oh, Zweikampf verloren von Basali. Da muss Rodriguez hin. Ah, verpasst. Wir haben auch nur Pech, ne? Das gibt's gar nicht. Chiellini verpasst. Bonaventura. Oh, Torres. Und Vidal. Ja, und nochmal.
So, wieder Basali. Sehr schön. Morata. Und jetzt unten muss er mal durchlaufen. Alaba. Mann, der ist so schnell. Junge, komm. Alaba gegen DCG. Alter, der ist aber auch nicht langsam. Tevez fliegt vorbei. So, jetzt bringen wir den Lord rein. Wenn gar nichts mehr hilft, müssen wir den Lord halt reinbringen. Wo ist er? Hier. Und Diovinco außen für Alaba. Da muss es halt der Lord richten. Wenn es die anderen Untertanen nicht hinbekommen, dann muss es ein Lord richten. So, Vidal. Da ist Tevez. Schade. Das sieht immer so aus, als wenn der Ball über den Torhüter drüber geht, aber war dem dann doch nicht so. So, Basali, oh, Romelu, Suleiman Tari, Disigidio wieder. Nochmal Montolivo und da ist De Jong. De Jong, Montolivo, wieder Montari. Die spielen sich da jetzt einfach wie im Training den Ball zu. Dürfen sie auch machen. Sie haben ja, wie gesagt, wenn sie verlieren sollten, haben sie ja noch 9 Punkte Vorsprung. Das reicht ja für uns, weil wir zu blöd sind. Wir sind zu blöd, Spiele zu gewinnen. So sehe ich das nämlich. So, Vidal. Vidal, da ist Carlos Tevez und Bendtner. Bendtner, schade. Leider, er wusste natürlich schon vorher, wo ich hingehe. Chiellini, Bendtner, Tevez. Tevez, jetzt mit der Chance, spitzer Winkel. Oh, ich dachte, der geht rein. Ich habe den drin gesehen. Sorry, gebe ich ganz ehrlich zu, den habe ich drin gesehen. Aber okay, 79 Minuten läuft, 10 Minuten haben wir noch. 0-0 mittlerweile. Noch. Vidal, Giovinco gegen Montari. Giovinco. Und da läuft Carlos Tevez. Aber abseits, glaube ich. Ja, abseits. Ein Tick zu spät. Ein Tick zu spät. Hätte ich ihn früher gespielt, hätte ich ihn auch nochmal annehmen können. Glaube ich sogar. So, der ist im Aus. Der natürlich jetzt alle Zeit der Welt. Im Gegensatz ja, zu uns. Wir haben die Zeit leider nicht. Tevez. Bendtner. Da ist Kwadwo Asamoah. Nein, jetzt nochmal Romelu aus der Distanz. Kwadwo Asamoah. Nein, da war doch das Tor schon frei. Er kommt aber näher. Er kommt seinem ersten Tor näher. Kwadwo Asamoah. Oder hat er schon mal getroffen in der Liga? Ich glaube nicht. Also ich glaube nicht, dass er schon mal irgendwann getroffen hat. So, Romelu. Buenaventura. De Sigilio. Und Fernando Torres. Oh, aufgepasst. El Shaarawy. Nee. Boah. Da haben wir aber Glück gehabt. Gibt Eckball für Fernando Torres, wollte ich schon sagen. Für AC Mailand. Durch Montolivo. Aufgepasst ist Chiellini. So, jetzt nochmal. Pogba. Den kriegt er aber nicht. Aber wir haben Einwurf. Nein, haben wir nicht. Warum können wir denn nicht den Einwurf haben? Pogba, das ist auch kein Foul. So, wir müssen den Ball irgendwie nochmal nach vorne kriegen. So, jetzt Romelu. Und Giovinco, jetzt schwärmen sie nochmal aus. Romelu, Giovinco, der wird da einmal weggecheckt. Bei uns, habt ihr das in der ersten Halbzeit gesehen, dieselbe Situation gibt für die Freistoß. Und bei uns nicht. Warum auch? So, Giovinco. Rodriguez kommt da leider nicht mehr ran. So, da spielen die natürlich jetzt ganz locker. Oh, aus. Montari. Torres. Oh, Buenaventura nochmal auf der Außen. Torres. So, jetzt pfeift er ab. Er gibt uns den Angriff einfach nicht. Und das nächste 0-0 zu Hause. Das ist so eine Pimmelsaison bislang, ehrlich. Mühsam ernährt sich das Eichhörnchen. Schön und gut. Aber wir haben jetzt immer noch 12 Punkte Rückstand. Ich habe mich auch mittlerweile mit dem Gedanken da abgegeben, dass wir Meister werden. Wir werden kein Meister. Das machen hier Inter und Milan machen das unter sich aus. Wir müssen echt zusehen, dass wir da hinten, guck mal, Torino hat 2 Spiele weniger, Florenz hat noch 1 Spiel weniger und Verona hat auch 2 Spiele weniger. Wenn die gewinnen, alle, dann kann das schon mal ganz anders aussehen. Jetzt gegen Cesena und nein, Dänemark leider auch nicht. Ja, Sebastian Giovinco ist froh, dass wir spielen, dass er spielt. Gut, Dritter. Wir haben 12 Punkte immer noch Rückstand. Und jetzt gegen Cesena. Ich guck mal auf die Tabelle. Gut, Cagliari die Letzte, die werden noch absteigen. Cesena 16. 6 Siege, 5 Unentschieden, 11 Niederlagen. Aber jetzt kommen wir, Freunde. Also, wenn es euch gefallen hat, lasst eine Bewertung da. Daumen nach oben oder ein Abo. Und dann haut da rein. Bis zum nächsten Mal.
freue ich mich wieder auf euch. Ich hoffe, ihr freut euch auch wenn es momentan nicht so gut läuft. Aber naja, ich habe Spaß und das ist die Hauptsache. Also, haut rein, ciao, ciao. So, das war's wieder mit einer Folge von FIFA 15. Ich hoffe, sie hat euch genauso gefallen wie mir. Links geht's zum letzten Video, rechts wie immer auf Abonnieren. Und dann sehen wir uns bei der nächsten Folge wieder von FIFA 15. Bis dahin, ciao.